Ja, liebe Zuschauer, Energieterrorismus folgt jetzt Teil 2, denn die Thematik Krieg mit der Ukraine, es ist nicht unser Krieg, man muss es deutlich sagen. Und wenn wir Selenskyj hier als Heiligen hinstellen wollen, Basis ist, was Putin macht, ist ein Verbrechen. Aber Selenskyj als Heiligen hinzustellen, dann lest mal nach, was die Süddeutsche über Korruption und über Machtergreifung geschrieben hat, noch vor einem Jahr. Selenskyj hat sich die Justiz unter Nagel gerissen, hat sich die Medien unter Nagel gerissen und die Bankenwelt. Also hier den als Heiligen hinzustellen, es ist nicht unser Krieg. Und ich will nicht, dass wir in den Krieg hineingezogen werden. Ich will aber auch nicht, dass unsere Volkswirtschaft kaputt gemacht wird. Bitte schaut euch mal Teil 2 an, Teil 2 der Sendung mit Daniel Matisek. Schaut es euch an, interessant. Daniel, ich komme zu einem nächsten absurden Punkt. Und zwar lesen wir hier, Schlupfloch entdeckt. Indien verkauft russisches Öl in Europa. Und wir erkennen jetzt auch, liebe Zuschauer, dass nicht nur Indien, sondern China ist ein wichtiger Handelspartner geworden von Russland und Afrika. Das heißt also, wenn uns immer weisgemacht wird, die ganze Welt ist gegen Russland. Das stimmt nicht. Nochmal, wir verurteilen diese Art, was Putin gemacht hat, ist keine Diskussion, ist die Basis dieser Sendung. Das sind Verbrechen, die er begeht, ohne Zweifel. Aber wir müssen auch mal beleuchten, wie es insgesamt global ausschaut. Und 50% der Weltbevölkerung verurteilen es nicht. Und dazu zählen nun mal Länder wie China, Indien und große Teile Afrikas. Also wenn ich mir das hier anschaue, Schlupfloch entdeckt, Indien verkauft russisches Öl. Ist doch schön, dass wir es nachher zu teuren Preisen kaufen dürfen. So ist es. Ich meine, wie gesagt, für Menschen aus der Wirtschaft, auch Leute wie du und ich, die schon aus Existenznotwendigkeit unser Leben lang auch strategische Entscheidungen treffen mussten und die Folgen unseres Handelns abschätzen müssen. Uns kann sowas nicht überraschen, denn es ist ganz klar, dass die Kreativität und die Findigkeit von denen, die jetzt zum Beispiel durch Sanktionen, man könnte es analog in der Wirtschaft mit Bürokratie oder mit Gesetzen vergleichen, die davon belastet werden, die wird immer darin bestehen, wie finde ich Schlupflöcher. Und das ist ein Schlupfloch. Das ist ein ganz klar voraussehbarer Effekt gewesen, genau wie die Vertiefung der Handelsbeziehungen zwischen Russland und China als Folge dieser Sanktionen. Man treibt da zwei große Machtblöcke mit unabsehbaren Folgen für die geostrategische Sicherheit näher aneinander. Das kann auch riesengroße Probleme geben, Stichwort Taiwan. Indien ist überhaupt der Player der Zukunft, schon in wenigen Jahren das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und dass die natürlich in erster Linie, wie alle vernünftig denkenden Regierungen, erstmal ihr eigenes Interesse im Sinn haben, ist ja vollkommen legitim. Das können wir uns hier nur in Deutschland anscheinend nicht mehr vorstellen. Und das ist natürlich für die ein Segen, kann man fast schon sagen, diese Sanktionen. Denn die Inder, die ja vor kurzem erst von uns mit 10 Milliarden Euro Zusagen für Klimaschutz beglückt wurden, die machen hier natürlich aus dem Thema Nachhaltigkeit oder regenerative Energien, machen die da keine Mördergrube. Die interessiert einfach nur ihr persönlicher Vorteil. Ist doch klar, die kommen jetzt günstig an dieses Öl und verticken es uns über Umwege wieder zurück. Das Paradoxe daran ist, wie gesagt, nur, dass die Politiker, die jetzt dieses Öl dann über diese Kanäle wieder kaufen, ja diejenigen waren, die uns die günstigen Direktbezüge erstmal durch ihre Sanktionen sozusagen verunmöglicht haben. Auch hier wieder, also eine völlig gegen das eigene Land gerichtete Politik. Ich darf die nächste Grafik einblenden, und zwar ist sie von der Welt. Die Menge an Fracking-Gas unter Deutschland könnte uns über Jahrzehnte versorgen. Warum gibt es in Deutschland kein Fracking? Weil es politisch nicht gewollt ist, sagt Weltklimaexperte Axel Bojanowski. Gutachten hätten längst gezeigt, dass Fracking ungefährlich ist, und dabei würde es stark dazu beitragen, das Energieproblem zu lösen. Ja, Daniel, politisch nicht gewollt. Wir haben eine Ideologie, koste es, was es wolle, und koste es den Wohlstand, koste es Arbeitsplätze, koste es einen gesellschaftlichen Zusammenbruch. Daniel, ich darf eben sagen, mir hat eine Dame geschrieben, Brunhilde, sie teilt unsere Beiträge, jetzt die Live-Sendung, und da hat jemand zurückgeschrieben, lass mich mit dieser braunen Scheiße in Ruhe. Und da muss man sagen, derjenige, der das geschrieben hat, der hat gewisse Dinge im Hirn, die er hier nennt. Denn wenn er ein bisschen nachdenken würde, hat es nichts mit Braun zu tun, sondern das ist rein, dass man einfach sagt, dieses Land ist aufgebaut worden mit harter Arbeit nach dem Krieg, nach dem Zusammenbruch von Deutschland, nach dieser schrecklichen Zeit von 33 bis 45.
und wir versuchen zu analysieren und wir arbeiten mit Fakten. Und wer solche Verlautbarungen bringt, muss man wirklich sagen, da hat das Wort dämlich, hat da schon einen Anklang. Aber Daniel, wenn wir uns das jetzt in dieser Form, die Grafik mit anhören, die Menge an Fracking-Gas, ist doch absurd. Ja, wir könnten unsere Probleme auch in fossiler Hinsicht ohne weiteres lösen. Hier ist natürlich das Problem, dass wir überhaupt keine Infrastruktur dafür haben. Die haben wir aber auch bei den Flüssiggasterminals an unseren Küsten nicht. Die sollen ja jetzt mit Milliardenaufwand und der zum Teil umweltzerstörerischsten Inkaufnahme von größten Umweltschäden, sollen die jetzt sozusagen in kürzester Zeit nacherrichtet werden. Also dass wir auch sozusagen vor allem amerikanisches Fracking-Gas dann anlanden können. Wir hätten es im eigenen Land, ganz klar. Aber auch da wieder, das ist, wie auch der Herr Füß gesagt hat, es ist politisch nicht gewollt und vermutlich auch nicht mehr durchsetzbar, da die Grünen eben autarke Energieversorgung, sofern sie in irgendeiner Weise fossile Quellen nutzt, verteufelt haben. Und das ist in den Köpfen drin. Das wäre natürlich der eleganteste Weg, aber wir müssten auch als ersten Schritt im Prinzip sofort den Kohleausstieg rückgängig machen, denn es ist nun mal Wunschdenken, es gibt nicht diese eierlegende Wollmilchsau, man kann nicht alles haben, man kann keine Energieversorgung haben aus erneuerbaren Energie, aus unsicheren Energieträgern, man braucht, wie gesagt, diese Backup-Technologien und das Erdgas würde uns natürlich vom Ausland abhängig machen, aber das ist anscheinend ja gar nicht gewollt. Und ich vermute auch, du hast es vorhin schon angesprochen, anderen Zusammenhang, ich vermute, dass auch hier die Amerikaner natürlich einen wesentlichen Einfluss ausüben, denn es ist nicht in ihrem Interesse, wenn wir unser eigenes Fracking-Gas fördern, wir sollen ja ihres abnehmen. Das ist schon die wirtschaftspolitische Intention, die transatlantische Perspektive dabei und die führt natürlich auch dazu, dass wir uns immer mehr in Abhängigkeit begeben. Das, was vorher die Abhängigkeit Richtung Osten war, soll jetzt die neue Abhängigkeit Richtung Westen werden. Ja, und dazu zählen natürlich auch Patriot-Raketen und so weiter, die ganzen Systeme. Ich blende mal eine Grafik ein. Es gab ja Hoffnungsträger in der Regierungskoalition, die nannten sich FDP. Wenn wir hier unseren Herrn Christian Lindner sehen, Lindner fordert Überstunden statt Kriegssolli. Ist eine Rhetorik, das kommt mir vor wie der Zweite Weltkrieg. Kriegssolli! Überstunden leisten. Es ist ja ein Wahnsinn. Das heißt, die Menschen arbeiten, wir leiden unter einer Abgabenlast. Wir haben das Thema Bankenkrise, wir haben Griechenland gerettet, wir haben 2015, wir haben Menschen aufgenommen. Kommt diese Woche übrigens noch eine Sendung mit Daniel Matisek, die Sicherheit in Deutschland. Passt ja alles. Wir können ins Schwimmbad gehen, es gibt keine Schlägereien von 100 Leuten in Essen. Es kauft jemand eine Villa in Berlin, ich glaube 8,3 Millionen. Ja, das ist, wo das Geld herkommt, spielt ja keine Rolle. Also wir sind schon ein Land geworden, wo Nancy Faeser sagt, die größte Gefahr kommt von rechts. Aber wie gesagt, wer mit der Antifa sympathisiert, da muss man sich dann keine Gedanken machen. Aber wenn wir das hier erleben, diese Rhetorik, der kann in ja Himmelangst werden. So ist es. Übrigens noch ein Satz dazu, die größte Gefahr kommt in diesem Land für die Regierung durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist im Zweifel rechts. So würde ein Schuh draus werden, das muss man leider sagen. Aber genau zu diesem Punkt. Also erstmal wundere ich mich bei der Rhetorik Lindners, dass der jetzt das auch aufgreift. Hier wird so getan, als wären wir im Krieg. Wir sind überhaupt nicht im Krieg. Das ist auch nicht unser Krieg. Wir können uns hier positionieren, das müssen wir auch tun, gegen die Methodik eines Angriffskriegs. Der ist immer verwerflich, auch wenn die Vorgeschichte viel komplexer ist, als uns hier weisgemacht wird. Das ist ein Unrecht. Überhaupt dieser ganze militärische Konflikt, ganz klar. Der hat aber auch nicht erst im Februar dieses Jahres begonnen, sondern läuft schon länger. Aber hier so zu tun, als wären wir Kriegspartei und da das nun mal objektiv nicht der Fall ist, uns zu einer Kriegspartei zu machen, durch eine völlig einseitige und brandgefährliche Politik und dann auch der Bevölkerung mit, wie du schon gesagt hast, mit Anleihen an den Sprachduktus im letzten Weltkrieg, sozusagen Angst einzujagen, finde ich absolut unverantwortlich. Ich meine, was kommt da als nächstes? Gold gab ich für Eisen, wird dann zu Flakhilfe aufgerufen oder müssen dann die Bürger Wehrübungen abhalten, weil demnächst eine Invasion bevorsteht? Also was wird denn hier eigentlich für einen Alarmismus betrieben, frage ich mich. Wir sind als Deutschland in erster Linie mal für die Probleme in Deutschland, die zu lösen, verantwortlich. Und unsere gewählten Politiker haben darauf einen Eid geschworen. Die sind nicht verantwortlich für die Situation der Ukraine. Die haben überhaupt keinen Kriegssoli zu leisten. Wenn, dann, das könnte man dann tun, wenn wir im eigenen Land Krieg hätten. Und wenn wir so weitermachen, haben wir bald auch bürgerkriegsähnliche Zustände aus den eingangs beschriebenen Gründen. Ich finde es unmöglich, dass ein führender Liberaler jetzt auch schon auf diesen Zug aufspringt.
Und deshalb ist es notwendiger denn je aufzuwachen, denn es ist nicht 5 vor 12, sondern es läuten schon die Glocken. Wir hören sie schon. Liebe Zuschauer, eine Bitte in eigener Sache. Man versucht natürlich, Sender wie Hallo Meinung in der Reichweite einzuschränken. Das können Sie relativ einfach beheben. Achtung, Reichweiteneinschränkung bei Peter Weber. Einfach Videos anklicken und schon bekommt ihr alle Videos angezeigt. Es ist erstaunlich, dass man in diesem Land für seine Meinungsfreiheit so kämpfen muss. Daniel, lass uns zur Rhetorik weiterkommen. Es war unlängst, ich blende es mal ein, bei hart, aber fair, dieser Sommer wird ein Kriegssommer. Es wird ein Kriegssommer. Das sind ja auch Verlautbarungen. Arbeiten wir das Geschäft mit der Angst, dass wir sagen, die Menschen sind ja in einer Schockstarre. Das heißt also, 2,5 Jahre Corona nicht rausgehen, wir stecken uns an. Wir haben das nie bagatellisiert, aber nie dramatisiert. Aber die Menschen sind ja nur noch verharrt in einer Schockstarre. Siehst du eine gewisse Methode dahinter, um zu sagen, wenn Menschen das rationelle Denken verlieren und eigentlich bloß immer Angst haben, sie sind leichter führbar? Ich zerbreche mir darüber schon seit Jahren den Kopf, Peter, und ich sehe auch da wieder gewisse Parallelen zu der Corona-Krise. Es ist irgendwie so, also für mich, ich persönlich habe mir dazu eine Erklärung zurechtgelegt. Ich sehe es so, dass im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen wie in Watte gepackt aufgewachsen sind, jetzt schon in der dritten Generation. Und dass vieles von dem, was früher in der Lebenswirklichkeit praktisch aller unserer Vorfahren alltäglich war, einfach keine Rolle mehr spielt. Dass die tägliche Konfrontation mit Tod, Krankheit, Sterben, auch Krieg, die gab es, die war früher das Banalste der Welt, das kennen wir seit 3 Generationen nicht mehr. Es gab unter unseren Vorfahren, in unserer Ahnenreihe, hätte es keinen einzigen männlichen Ahnen gegeben, der nicht irgendwann mal hätte zur Waffe greifen müssen in seinem Leben und Krieg führen müssen. Es gab da keinen, der nicht irgendwann mal mit Seuchen, mit schweren Krankheiten in seiner Umgebung so konfrontiert war. Wir kannten das jetzt 70 Jahre lang eigentlich nur noch alles aus Hollywood-Filmen oder aus im Prinzip verklärten Beschreibungen, Umschreibungen aus der Literatur, aber nicht mehr aus eigener Erfahrung. Weder was Seuchen waren, noch was wirklich das tägliche Sterben war, Massensterben, was Gewalt war, was Krieg war, das kannten wir alles überhaupt nicht. Wie gesagt, in Watte gepackt und im Prinzip in einer Art Elfenbeinturm. Und jetzt war irgendwie scheinbar ein Bedürfnis da, das jetzt zu simulieren. Man hat gedacht, oh, jetzt erleben wir das auch mal. Jetzt haben wir eine Pandemie. Und jetzt heißt es, oh, jetzt ist Krieg. Dabei ist das der totale Irrsinn. Wir haben hier bei uns weder das, was man früher in einer Pandemie gehabt hat, erlebt, noch erleben wir jetzt das, was ein Krieg ist. Und auch das, was man uns hier über eingangs beschriebenes Sender ARD, ZDF in die Wohnzimmer flimmern lässt, was wir da aus Kiew sehen oder aus der Ukraine sehen, das ist für die Menschen dort ist das grausame Realität. Das verharmlost niemand. Aber das ist nicht unser Krieg. Und es ist auch vor allem nicht das, was wir selbst hier in Deutschland in nächster Zeit, also wenn vorausgesetzt unsere Politik bringt uns nicht doch noch dahin, was uns hier droht und was wir hier erleben müssen. Aber genau das wird so getan. Dabei hätte man die ganzen Jahre davor, wenn man diese Art von psychologischer Dissoziation und Übertragung schon früher angewandt hätte, hätte man das auch schon vorher machen können. Man hätte sich auch schon mit den Kindern in der Sahelzone so sehr sozusagen identifizieren können, dass man hier selbst schon gewissermaßen Hungergefühle erlebt. Man hätte auch vorher schon sagen können, die Menschen im Jemen krepieren oder in Syrien, wir haben Krieg. Und hätten auch vorher schon sagen können, Kriegssommer, Kriegssoli, Kriegshandlungen, wir sind Kriegspartei, das hat aber keiner getan. Es war kein Thema. Jetzt wird es zu unserem Thema gemacht und es ist eine Propaganda, das muss man mal ganz klar sagen, es ist eine Propaganda, die das ausnutzt und die ihre Zwecke verfolgt. Und deshalb kann ich diese Emotionen, die hier so selbstbeweihräuchernd und so pathetisch im Fernsehen, in den ganzen Talkshows und so zelebriert werden, die kann ich überhaupt nicht in irgendeiner Weise nachvollziehen. Für mich persönlich. Und ich halte es auch nicht für redlich, ich halte es auch nicht für aufrichtig. Die meisten sind gerade von denen, die dabei hart aber fair sitzen in dieser Sendung, die du hier eingeblendet hast, die haben mit diesen ganzen Realitäten überhaupt nichts, gar nichts gemein. Die nutzen die nur für ihre eigenen, ureigenen Zwecke aus. Ein Bevölkerungsumbau, ein Bevölkerungsaustausch, eine Verarmung der Bevölkerung, eine weitere Umverteilung von unten nach oben. Das ist der eigentliche Hintergrund. Eine komplette Transformation zu einem Neosozialismus, Deindustrialisierung, und wie gesagt, kompletter Werteabbau, alles das, was uns hier als Identität ausgemacht hat. Und dafür nutzt man diese Ängste, weil die Menschen im Prinzip mit dieser Realität überhaupt nichts am Hut haben und gar keinen Bezug mehr dazu haben.
Das ist genau der Punkt. Und wenn jemand opponiert und hat eine andere Meinung, siehe bei Lanz, dir wird fertig gemacht. Da ist eine Frau, eine Politwissenschaftlerin, da sind drei Leute dann dagegen mit Lanz und die wird fertig gemacht. Eine andere Meinung wird nicht mehr geltend gelassen. Und das ist genau die Situation, die wir haben. Das heißt, ich muss da bloß mal die Werbung anschauen. Das spiegelt doch überhaupt nicht mehr unsere Gesellschaft wider. Da hast du... Da wird von mir aus, sei doch schwul, sei lesbisch, leb mit, mach doch, was du denkst, aber hör auf mit diesem penetranten Getue, dass ich ständig sagen muss, ach, ist das toll, und du hast drei Väter, du hast dies, das ist ja, irgendwann muss man mal aufstehen, das ist nicht en vogue, sondern das ist gesellschaftszerstörend. Liebe Zuschauer, ein Hinweis in eigener Sache, wenn wir so eine Sendung machen, dann bereiten wir uns Sonntag über Stunden vor. Das heißt, wenn Sie die Öffentlich-Rechtlichen, ich sagte ja 9 Milliarden Euro, ich bitte Sie einfach um diese Unterstützung, dass man unseren Sender aufrechterhalten kann. Sie können jetzt während der Sendung anrufen unter 0137 777 04771. Dieser Anruf kostet aus dem deutschen Festnetz 1 Euro. Vom Handy kann es etwas teurer sein, aber wir leisten wirklich viel und wir bitten hier um Unterstützung. Denn aus eigenen Mitteln können wir das sicherlich in dieser Form nicht aufrechterhalten. Daniel, gestatte mir, zwei Grafiken nochmal einzublenden. Eine sagt, immer mehr erkennen, dass Deutschland aktuell nicht regiert wird, sondern ruiniert wird. Eine weitere zeigt von Cicero, ein neuer Artikel vom 26. Juni. Wir wissen, dass der 26. Juni heute ist. Sie können es nicht. Die Ampelkoalition zeigt sich nach einem halben Jahr im desolaten Zustand. Außer Symbolhandlung bringt sie nicht zustande. Fast jeder Problemlösungsversuch führt zum Desaster. Ja, besser, treffender kann man das nicht sagen. Nee, genau. Es ist auch so, wir haben es nicht mit pragmatischen Politikern, mit Realpolitikern zu tun. Ich kann nicht müde werden, den Menschen in meinem Umfeld auch immer wieder zu sagen, ihr werdet von Extremisten regiert. Es sind neue Extremisten, die mit einer Agenda, die nichts mit den tatsächlichen Nöten, Sorgen und Bedürfnissen der Deutschen zu tun haben, speziell der Deutschen, die ja für sie als eine Art Fremdkörper, der überwindungsbedürftige Feindkörper betrachtet werden, sondern des eigenen Volkes, sagen wir es mal so, die damit nichts zu tun haben. Es ist wirklich so, es sind Fanatiker, die aus diesem Grund in die Politik gegangen sind, wie man immer so sagt, Dinge zu ändern, aber nicht zum Besseren der Menschen zu ändern, sondern in ihrem ureigenen Sinne, in ihrer eigenen Vorstellung. Das ist im Prinzip ein marxistischer Grundansatz, das muss man mal ganz klar sagen, es ist eine Art von, ja, methodisch ohnehin und auch ideologisch ist es eine Art von marxistisch-sozialistischer Umgestaltung, Transformation, ich hatte es eben schon mal gesagt, die hier geplant wird und hier sind Reißbrettfantasien, die mit der Wirklichkeit der Menschen nichts zu tun haben, werden hier gewaltsam exekutiert und dazu ist jedes Mittel recht. Da kommt die Ukraine jetzt wie gerufen. Wäre es nicht die Ukraine gewesen, hätte man vielleicht schon die nächste Pandemie ausgerufen oder was auch immer. Die Grünen haben gar keinen Hehl draus gemacht, das ist so, dass das ihre Agenda ist. Habeck hat selbst, da hat er sich meiner Meinung nach verraten, letzte Woche in den Tagesthemen gesagt, dass das, was uns jetzt energiepolitisch bevorsteht, schlimmer sei als Corona. Man muss sich mal diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen. Meiner Meinung nach hat er damit auch verraten, hat sich verraten, hat damit auch diese Pandemiepolitik der letzten Jahre im Prinzip dekouvriert, indem er zugegeben hat, dass die im Prinzip Mittel zum Zweck war. Es geht hier darum, etwas, das man auf demokratischem Wege nicht hätte tun können, eben jetzt psychologisch geschickt über Angst, über Notsituationen, über Prekarisierung, und über Entbehrungen zu erzwingen, mit dem Ergebnis, dass am Ende die Bevölkerung praktisch gar nicht mehr anders kann. Und das hat man in unserer Geschichte auch schon mal gehabt. Ja? Ich meine, die Menschen sind auch damals in die letzten beiden Diktaturen mehr oder weniger ohne eigenes Zutun und ohne eigenes Verschulden, kann man sagen, reingeschlittert und wussten zum Schluss selbst nicht, wie ihnen geschah. Weil der Schritt von einem zum nächsten immer folgerichtig erschien, aber die Gesamtstrecke, die war am Ende eben einfach falsch und hat sich als Geisterbahn erwiesen. Und wir werden, wie gesagt, nochmal, wir werden von Extremisten regiert, die das alles in Kauf nehmen. Die dienen nicht dem eigenen Volk, sie dienen sich auch noch nicht mal unbedingt nur selbst, sondern sie dienen irgendeiner kranken Vision und sie dienen irgendwelchen Zukunftsspekulationen und sie wollen eine Utopie schaffen. Und wohin das geführt hat, kann man sich in der Geschichte, weiß Gott, an genügend Beispielen anschauen. Es führt immer in die Scheiße. Und es wird diesmal nicht anders sein. Ich finde es Klartext und hier muss man sagen, wenn jemand denkt, man hat auch immer gesagt, jetzt lass doch die mal 4 Jahre. Diese Zeit, die letztlich diese Extremisten an der Macht sind und so ist es und ein Lindner macht dieses Spiel mit,
die wird uns so viel Schaden zufügen. Es ist im Zuge dieser Globalisierung, werden wir Industriezweige, werden wir Arbeitsplätze in dieser Form nie mehr zurückbekommen. Und diese mehr, dass man sagt, ja, die Windkrafträder und Offshore-Anlagen und Solaranlagen, es ist alles Müll. Es ist Müll. Wir werden diese Woche noch eine Sendung machen über E-Autos. Wer es gesehen hat, der soll mal Bild online lesen oder sich mal anschauen. Es ist ein Auto in der Tiefgarage ausgebrannt. Da war man froh, dass die oberliegenden Gebäudlichkeiten halbwegs noch davongekommen sind. In den Niederlanden ist ein Auto in die Luft gegangen. Da hat die Mutter gerade nur das Kind retten können. Das hat gequalmt, dann ist es explodiert. Also wir laufen Ideologien nach von Menschen, die letztlich eine Art Selbstzerstörung betreiben. Daniel, lass uns noch mal über die Rhetorik reden. Und zwar sehen wir hier den Herrn Zelensky. Zukunft wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Dann haben wir als nächstes, haben wir Annalena Baerbock, auch wieder in der Taz. Baerbock warnt vor Kriegsmüdigkeit. Wir haben als nächstes, haben wir Amerika will Russland über den Krieg hinaus schwächen. Du müsst eigentlich der bescheidenst Denkende, also der Dümmste, wollte ich sagen, muss doch hier merken, hier sind doch ganz andere Ziele im Spiel. Baerbock wankt vor Kriegsmüdigkeit. Zelensky, die Entscheidung fällt auf dem Schlachtfeld. Amerika will Russland über den Krieg hinausschwächen. Ja, wer dann noch sagt, das ist kein Stellvertreterkrieg und hier geht es nicht um territoriale Ansprüche, ja, also dem ist wirklich an Realitätsverlust nicht mehr zu helfen. Gut, bei diesen drei Einblendungen hier muss man jetzt schon unterscheiden. Also jeder hat seine eigenen Motive. Ne? Also wir haben einmal Zelensky, das will ich jetzt mal nicht mal moralisch sozusagen abqualifizieren, dass der natürlich aus seiner Sicht, das ist ein hochkorrupter Herrscher, ganz klar, aber trotzdem, dass er natürlich das Interesse verfolgt, diesen Krieg zu gewinnen oder möglichst, sagen wir mal, zu seinen Gunsten zu wenden, auch wenn ich inzwischen durchaus schon Zweifel habe, ob da nicht vielleicht sogar mit Blick auf EU-Subventionen und Waffenlieferungen da vielleicht sogar das ein oder andere bewusst verlängert oder verzögert wird. Aber das ist also natürlich mal aus seiner Sicht erstmal ein legitimer Ansatz. Das ist ja auch seine Amtsverpflichtung, für sein eigenes Volk sozusagen hier keinen Defätismus zu verbreiten, sondern einen Siegesoptimismus. Aus seiner Sicht legitim. So. Das Zweite ist natürlich Baerbock, die hier in einer wirklich sprachlos machenden Naivität sich eine Kriegsrhetorik zu eigen macht, obwohl ihre Partei ja wirklich die zivilste oder durchzivilisierteste politische Kraft überhaupt ist, die natürlich ihre Gewalt schon anwendet im eigenen Land mit ganz anderen Methoden, aber mit militärischer Gewalt wirklich, weiß Gott, gar nichts am Hut hat. Und die werden hier plötzlich zu Bellizisten, zu militärischen Großstrategen. Da kann man sich wirklich noch an den Kopf greifen. Aber da sind natürlich auch die Hintergründe, die man will hier sozusagen eine neue Systemdebatte, man will einen Systementscheid herbeiführen. Der westliche Globalismus, für den die Grünen ja auch stehen, mit seiner gesamten neuen Ordnung, kann man jetzt wirklich auch mal Great Reset und alles mit einbeziehen. Wir wissen, dass Annalena Baerbock und andere Spitzengrüne auch bei der Young Global Leader Bewegung und so weiter von Schwab dabei sind. Wir wissen, dass die da in dieser Richtung sozialisiert sind und dass sie natürlich da im Einklang mit westlichen, sage ich mal, eher dubiosen Interessen agieren. Das alles spielt hier natürlich auch eine Rolle. Es sind wieder ganz andere Absichten, als sie beispielsweise Zelensky verfolgt. So, und das Dritte sind natürlich die USA. Aber hier muss man auch mal unterscheiden. Also Biden selbst, würde ich sagen, ist in einem geistigen Zustand, dass der gar nichts mehr fordert und dass der wahrscheinlich auch gar keine Visionen mehr hat, außer vielleicht der, wie er den nächsten Toilettengang irgendwie ohne Hilfe absolviert. Den Eindruck muss man ja gewinnen. Du hast es auch gelesen diese Woche, dieser Spickzettel, wo ihm genau erklärt wurde, ab wann er überhaupt den Mund aufmachen darf und in welche Richtung er sich zu drehen hat, weil er offensichtlich nicht mal mehr die einfachsten motorischen Abläufe ohne Hilfe koordiniert bekommt. Also es geht bei beiden nicht um den Präsidenten selbst, sondern um die Hintermänner. Da sind natürlich Strippenzieher in Washington, die ganz klar geostrategisch hier, schlimmer als das unter Trump hier ausgeprägt waren, im Prinzip eine aggressive Form von America First fordern. Damit hat komischerweise die deutsche Linke überhaupt kein Problem mehr. Bei Trump wird alles verteufelt, wenn er sich bekannt hat zu den nationalen Interessen seiner Heimat. Jetzt ist es plötzlich ganz okay, dass Amerika hier versucht, schlimmer eigentlich noch als im Kalten Krieg, Hegemonialansprüche durchzusetzen. Und da müssen wir uns als Deutsche wirklich fragen, wie weit wollen wir uns da von Karren spannen lassen? Und da haben leider die Ampelregierung, auch Scholz selbst, haben da kolossal versagt, haben sich da wirklich zum Wurmfortsatz Amerikas gemacht.
Da muss man ja fast schon dankbar an Schröder zurückdenken, als er damals gesagt hat, unsere Solidarität hat auch Grenzen und gesagt hat, er folgt den USA zum Beispiel im Irakkrieg dann nicht mehr. Das wäre heute völlig undenkbar. Das sind wirklich Speichellecker. Ich möchte jetzt nicht sagen der USA, denn es gibt nicht die USA. In den USA gibt es Republikaner, Demokraten, es gibt Radikal-Libertäre und so weiter. Aber amerikanische Großinteressen, die hier natürlich ganz klar diesen Konflikt überlagern, den machen wir uns hier zu Willen und machen uns hier zu Handlangern in einer Weise, dass es einen als Deutschen eigentlich nur noch beschämt. Ich habe drei Ausführungen, die doch eine leichte Veränderung im Denken zeigen. Also einmal die New York Times, sie schreibt, sie fordert Biden auf, seinen Zermürbungskrieg gegen Russland in der Ukraine zu beenden. Die Welt kommentiert, dass eine Wiederaufnahme der Ostpolitik Willy Brandts, dass an der Aufnahme der Ostpolitik Willy Brandts kein Weg vorbeiführt. Und im Deutschlandfunk hören wir, lösen wir uns vom amerikanischen Diktat, kaufen wir kein schmutziges Frackingöl und Gas. Ist schon erstaunlich. Also man merkt hier, dass eine Veränderung eintritt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sanktionen gesprochen. Nun schreibt die Welt, ich blende es mal ein, wirkungslose Sanktionen, die erstaunliche Widerstandsfähigkeit Russlands. Daniel, hat man sich hier verschätzt? Also verschätzt ist gar kein Ausdruck. Also man muss sich mal wirklich vor Augen machen, wie absurd es ist zu glauben, dass man ein Land wie Russland mit Sanktionen bei Rohstoffen wohlgemerkt und bei Produkten, die das Land ja selbst anders als wir durchaus in reicher, in Hülle und Fülle zur Verfügung hat, damit Russland die Knie zwingen zu können, ist absurd. In Russland liegt, ich habe gerade mal nachgeschaut, in Russland liegt der Spritpreis, wenn man zum Vergleich bei uns, bei rund 90 Cent pro Liter, tanken die Autofahrer. Im Jahr 2021 hat eine Kilowattstunde Strom in Russland, das muss man sich mal vorstellen, 0,85 US-Dollar gekostet. Das sind ungefähr 80 Cent. In Deutschland, nur mal so zur Orientierung, 32,16 Euro mittlerweile. Ja? Das ist ein 400stel ungefähr. Ich habe mir auch mal rausgeschrieben, Gas in Russland 0,01 Cent pro Kilowattstunde, in Deutschland 13 Cent. Das ist das 1300-fache. Kann man zwar so nicht genau umrechnen, man muss das Kaufkraft bereinigen, bleibt aber immer noch ein Faktor von einigen hundert. Und natürlich subventioniert der russische Staat diese Kosten. Aber das heißt, die Menschen in Russland leben sicherer, billiger. Sie leben in einem relativ besseren Wohlstand mittlerweile als wir hier in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Das war früher ein Schwellenland. Inzwischen hängen die uns als Industriestaat ab. Und wir selbst machen uns hier selbst das Leben buchstäblich zur Hölle, weil unsere politischen Führer hier einer völligen Geisterbahn folgen. Der Bumerang-Effekt dieser Sanktionen ist mittlerweile ja wirklich in allen Bereichen zu spüren. Wir haben uns damit nur selbst ins Knie geschossen und haben Russland in keiner Weise geschädigt. Außer mit Ausnahme vielleicht des Ausschlusses vom internationalen Zahlungsverkehr. Aber auch da wird Russland eben, Stichwort Hinwendung an China, ganz schnell Alternativen finden. Und auf Dauer werden wir am Ende zwischen allen Stühlen sitzen. Das ist meine Befürchtung. Das wird wohl der Fall sein. Wenn wir uns jetzt bitte anschauen, wir hatten die Woche das Thema, das ging so kurz durch die Presse oder war mal ein Morgenmagazin. Aus für deutsches Autowerk Ford gibt Autoproduktion in St. Louis auf. Im Saarland produziert der US-Konzern noch 3 Jahre lang Autos, danach ist Schluss. Valencia hat sich im internen Wettbewerb durchgesetzt. Ich darf auch sagen, warum sie sich durchgesetzt haben, weil es letztlich so ist, dass gegen das St. Louis wird das aktuelle Modell Focus noch etwa bis 2025 produzieren. Valencia bietet vor allem aus finanzieller Sicht bessere Zukunftsperspektiven, begründete Ford-Europachef Rowley im Gespräch mit dem Handelsblatt die Entscheidung. Bei den Materialkosten der Zuliefererbasis habe das Autowerk in Spanien besser abgeschnitten. 6.500 Arbeitsplätze. Na dann. Genau. Auch hier interessant übrigens, dass Deutschland, das ist zwar nicht genau aus diesen Berichten hervorgegangen, aber es wird wohl so gewesen sein, dass auch der Europäische Struktur- und Aufbaufonds hier eine große Rolle gespielt hat. Denn fast sämtliche neuen Wirtschaftsinvestitionen im Gemeinschaftsgebiet werden durch diesen Fonds gefördert, gerade in strukturschwachen Gebieten, wo Valencia auch dazugehört. Und dieser Fonds wird zu 65 Milliarden Euro von Deutschland als den größten Nettozahler gespeist. Das heißt, Deutschland dürfte hier aktiv direkt über die EU in seine eigene Deindustrialisierung investiert haben. Und da ist auch diese von der Landesregierung im Saarland angebotene finanzielle Unterstützung für Ford, mit der sie zum Bleiben bewegt werden sollten, von 1 Milliarde Euro natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn es ist nun mal so, bei der Elektromobilität braucht man weniger Manpower.
Du brauchst im Prinzip nur ein Viertel der Bediensteten, der Angestellten in der Autoindustrie. Dazu kommt noch, dass hier durch die modulare Bauweise Auslandszulieferer deutlich wichtiger sind als beispielsweise die regionalen Automobilzulieferer in Deutschland. Aber genau diese regionalen Zuliefererbetriebe haben ja bei uns die Autoindustrie zum absolut wichtigsten wirtschaftlichen Standbein gemacht. Bei uns ist hier der 7. Platz, Arbeitsplatz indirekt immer noch in der Automobilindustrie verankert. Das muss man sich mal vor Augen führen, was da auf dem Spiel steht. Und das in Ford ist deswegen auch nur ein weiterer, wenn man so will, kleiner Funke eines Flächenbrandes, der erst in den nächsten Jahren richtig Fahrt aufnehmen wird. Und das haben die meisten noch nicht kapiert. Da kann man auch wieder nur sagen, die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Ich meine, wer hat denn die Politiker seit Jahren gewählt, die diese Deutschland- und wirtschaftsfeindliche Politik zu verantworten haben? Natürlich genau die, die jetzt betroffen sind. Und dann heißt es natürlich von der Politik wieder, schuld sind die Amerikaner. Das Schärfste war ja, dass die Ministerpräsidentin, die Rehlinger von der SPD, die hat ernsthaft diese Woche ja gesagt, das sei eine wirtschaftlich verheerende Entscheidung. Also die weiß besser, was für Ford das Richtige ist, als die in der Konzernzentrale in Delaware. Also das ist die Anmaßung deutscher Sozialdemokratie. Dass sie hier selbst mit ihrer Politik, mit ihrer Standortpolitik, die Automobilindustrie hier systematisch vergraulen und zerstören, das wird natürlich nicht gesehen. Stattdessen heißt es immer wieder, die Konzerne, im Zweifel dann die Finanzwirtschaft, die Großinvestoren, die machen alles falsch und wir machen alles richtig. Hochgradig lächerlich. Im Prinzip auch hier wieder, man bekommt genau das geliefert, was man bestellt hat. Ja, Daniel, ich blende die letzten zwei Grafiken ein. Einmal erschreckenderweise schreibt die Welt, jeder Sechste verzichtet wegen Teuerung auf Mahlzeiten. Ist schon schlimm, ne? Und da wird arrogant drüber hinweggegangen. Wie hat er gesagt? Der Habeck hat doch ein Interview gegeben und sagt, hey Alter, da bekommst du nichts. Also was die Zuschüsse angeht, wenn man spart. Es ist schon erstaunlich, ja. Eine Ricarda Lang, nichts gelernt, nichts gekonnt, 16.000, 17.000 Euro im Monat. Aber, liebe Zuschauer, solche Leute sind ja letztlich in Amt und Würden gewählt worden. Und wenn ich mir erlaube, das Letzte einzublenden, Moment, liebe Zuschauer, dann schauen wir uns das an. Das heißt, Atomkraftwerke, Weiterbetrieb über Jahresende hinaus. ARD-Umfrage heute, 61% dafür, 32% dagegen und 7% machen keine Angabe. 61% sind dafür. Die Verantwortlichen scheint es nicht zu interessieren. Genau, so ist das. Auch ja. Da wieder Ideologie vor Pragmatismus. Also das, was wirklich den Menschen was helfen würde, wird verhindert. Und das, was man selbst eben einfach stur durchziehen will, wird durchgeführt, weil man selbst ja am allerwenigsten davon betroffen ist. Ich bezweifle, dass eine Ricarda Lang speziell jetzt wegen Teuerung auf Mahlzeiten verzichten müsste, obwohl es bei ihr wahrscheinlich noch nicht so schlimm ausfallen würde wie bei vielen, die zum Beispiel auf die Tafel angewiesen sind. Das war jetzt keine Anspielung auf ihre Körperfülle, aber ich denke mal, es gibt da viele andere Beispiele. Das ist wieder so typisch Wasser predigen, Wein trinken. Ich meine, wie kann ein Habeck, der, was weiß ich, 22.000 Euro im Monat verdient, den Deutschen empfehlen, sie sollen beim Duschen sparen, nur weil er vielleicht selbst das jetzt mal gerade so für sich als Lifestyle-Attitüde für gut befindet, oder ein Ex-Bundespräsident Gauck, der noch mehr monatlich verdient, lebenslang steuerfrei gewissermaßen apanagiert wird. Wie kann es sein, dass so jemand den Deutschen frieren für die Freiheit empfiehlt? Was ist das für eine ungeheuerliche Heuchelei und Doppelmoral? Und das, selbst wenn man das gutheißen will, diese Politiker haben nicht das Recht, den Deutschen, die können es ihnen ja empfehlen, sie können es ja von ihnen fordern, sie können auch fordern, verzichte doch mal auf jede sechste Mahlzeit, tut gut, ist gesund, kann man ja alles machen. Aber die Bedingungen künstlich so verändern, dass den Menschen am Ende gar nichts anderes mehr übrig bleibt, das ist das Kriminelle. Und liebe Zuschauer, jeder von Ihnen sollte Menschen, denen Sie begegnen, sollte klar machen, in welcher Situation wir sind. Ich bin nicht bereit, für das, was ich ein Leben lang gearbeitet habe, 50 Jahre das aufzugeben an Phantasten, an Ideologen, die wissentlich dieses Land extremistisch regieren, sabotieren. Und deshalb gibt es Menschen wie Daniel Matisek, der sich sonntagsabends mit hinstellt, jetzt eine stundenlange Vorbereitung, um diese Sendung zu machen. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Wir lassen uns von nichts und niemanden einschüchtern. Und wir machen weiter, aber wir brauchen Ihre Unterstützung. Daniel, wir werden uns die Woche noch mal sehen und wir werden über die Sicherheit in Deutschland sprechen. Und da wird auch Gravierendes ans Tageslicht kommen. Schön, dass du die Zeit genommen hast, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen ist, aber wir haben immer noch 30 Grad bei uns hier in Mittelfranken. Also
ein kühles Bier oder ein Glas Wein oder Wasser, was auch immer, wird es jetzt tun. Daniel, recht herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank für die Einladung, Peter. Tschüss, liebe.